Die Ursachen für Knieschmerzen sind oftmals altersabhängig. Das ist natürlich altersabhängig. Bei jugendlichen Patienten sind es häufig Verletzungen, die sie bei sportlicher Ausübung oder auch im Alltag erleiden. Das sind dann im Knie meistens Bandverletzungen, Meniskusverletzungen, aber auch Knorpelschädigungen, die dann entsprechende Beschwerden verursachen und nach der entsprechenden Diagnostik, meist Röntgen, MRT, dann behandelt werden können, konservativ, aber auch oftmals operativ. Im fortgeschrittenen Alter sind es eher Schmerzen durch Überlastung des dann schon älteren Gelenkes beziehungsweise dann eine doch schon einsetzende Arthrose mit Verschleiß des Gelenkknorpels, sodass die Pufferwirkung nicht mehr gegeben ist und das Gelenk deshalb mit Schmerzen reagiert auf auch schon Alltagsbelastung oder eben auch vermehrte Belastung. Auch das hängt sicherlich von der Ursache der Beschwerden ab. Nach einer Sportverletzung wird man das Gelenk natürlich automatisch erstmal schonen und abwarten, was passiert. Im Fall einer akuten Verletzung gilt das alte Pechprinzip, also Pause, Eis, Kompression, hochlagern, schonen. Wenn das nicht besser wird innerhalb weniger Tage oder je nach Ausmaß der Beschwerden natürlich, muss dann natürlich eine ärztliche Vorstellung erfolgen mit weiterer Diagnostik. Im höheren Alter, wenn es dann eher um die verschleißbedingten Beschwerden geht, kann man natürlich selbst sehr viel auch machen, um die Beschwerden zu reduzieren. Man kann bedarfsweise mal eine Schmerztablette nehmen. Bewegung ist immer gut, aber eine Bewegung, die das Gelenk dann nicht zu sehr belastet. Und eben durch eigene Aktivität die Muskulatur um das Gelenk so versuchen zu kräftigen, zu stabilisieren, um das Gelenk dadurch auch zu schonen. Alles andere bedarf dann einer ärztlichen Beratung und Mitarbeit sicherlich. Das Knie ist schon anfällig für Beschwerden durch sportliche Belastung, das ist klar. Aber es gibt natürlich sehr viele gesunde sportliche Bewegungsmöglichkeiten. Und das ist alles, was das Knie nicht auf Stauchung und nicht auf Verdrehung belastet. Und auch Sportarten, die jetzt ein nicht so allzu hohes Verletzungsrisiko haben. Und dazu gehören natürlich das normale Laufen, Walken, letztlich Wandern, auch Tanzen ist möglich. Dann Schwimmen natürlich in allen Facetten. Fahrradfahren wird häufig von Patienten noch gemacht mit auch höhergradigen Arthrosen, weil das einfach das Gelenk nicht so belastet. Also Bewegung ist ganz wichtig, auch wenn man weiß, man hat eine Arthrose, um einfach die Funktion des Gelenkes zu erhalten. Alle Bewegungsarten, Sportarten mit höherem Verletzungsrisiko und Stauchung, Spielsportarten, Mannschaftssportarten sind dann natürlich nicht mehr so geeignet, vermitteln trotzdem noch Freude und werden gemacht. Also das ist dann immer sehr patientenindividuell.